Der hochelastische Schienenstützpunkt LISAG für den Erschütterungsschutz wurde im Rahmen des Projekts LZAG, leiser Zug auf realem Gleis, unter Berücksichtigung spezieller DB-Anforderungen entwickelt. Durch LISAG soll der Oberbau im Bereich von Stahlbrücken entkoppelt werden, mit dem Ziel, das Brückendröhnen während einer Zugüberfahrt zu minimieren. LISAG ist eine Weiterentwicklung des Nahverkehrssystems Kölner Ei zur Körperschalldämmung in Sonderbereichen wie Brücken, Tunnel und Weichen. Das elastische Stützpunktlager besteht aus einer Rippenplatte sowie aus einem äußeren Stahlrahmen, die über einen vulkanisierten Gummi miteinander verbunden sind. Das System ist für Vollbahnlasten einsetzbar und besitzt spezielle Abhebeschutzkomponenten, die die Schienenanhebung beispielsweise an den Brückenenden begrenzen sollen. Die statische und dynamische Steifigkeit vom LISAG wurde sowohl nach den DB-Anforderungen als auch nach der europäischen Norm bestimmt. Im Belastungsbereich zwischen 1 und 35 kN wurde eine statische Federziffer von 17 und eine dynamische Federziffer von 18,7 nach den DB-Anforderungen ermittelt. Die statische Steifigkeit nach EN liegt bei knapp über 20 kN pro Millimeter. Die Konstruktionsfreigabe des Stützpunktes erfolgte bereits durch die DB. Zurzeit wird nach einer geeigneten Brücke gesucht, wo der Stützpunkt eingebaut werden soll und im realen Gleis untersucht werden soll. Ein weiterer hochelastischer Schienenstützpunkt für den Erschütterungsschutz ist der DFF 336NG. Im Gegensatz zu LISAG soll DFF 336NG im Nahverkehrsbereich auf fester Fahrbahn eingesetzt werden. Das neue System besitzt eine hochelastische Zwischenplatte aus EPDM Selentic und weist aufgrund seiner Systemsteifigkeit von größer 8 kN pro Millimeter hervorragende Dämpfungseigenschaften auf. Durch den gezielten Austausch von Stahlelementen durch glasfaserverstärkten Kunststoffkomponenten konnte eine Gewichtsreduktion von 60% im Vergleich zur konventionellen System 336 erreicht werden. Die Spurregulierung ist mit Hilfe von exzentrischen Führungsbuchsen möglich und ist auch ohne Winkelführungsplatten durchführbar. Zusätzlich zur hervorragenden Körperschalldämmung besitzt die Zwischenplatte aus EPDM eine gesättigte Polymerhauptkette, die einen hohen Widerstand gegen chemische Angriffe aufweist. Dadurch erklärt sich das hervorragende Alterungs- und Temperaturverhalten sowie die ausgezeichnete Beständigkeit. Der neue Stützpunkt wurde bereits im Impulshammer-Test geprüft. Am linken Stützpunkt wurde eine Standard-ZWP eingebaut und am rechten Stützpunkt eine ZWP aus EPDM Selentic. Beide Stützpunkte wurden durch die Schiene miteinander verbunden und der Hammerschlag erfolgte in Schienenmitte. Durch die ZWP aus EPDM konnte eine Körperschalldämmung von 4 bis 5 dB erreicht werden. Im zweiten Teil meines Vortrags geht es um die Entwicklung einer neuen akustisch wirksamen Zwischenlage, die den Gesamtschall mindern soll. Die Entwickler der Software Twins haben den Beitrag der einzelnen Gleiskomponenten zum Gesamtschall in Abhängigkeit der Zwischenlagensteifigkeit berechnet. Während der Radanteil konstant bleibt, rote Kurve, leistet die Schwelle bei steifer Ankopplung, gelbe Kurve, einen erheblichen Beitrag zum Gesamtschall. Allerdings nimmt der Schienenanteil bei elastischen Zwischenlagen deutlich zu, wodurch auch der Gesamtstall ansteigt, was in der schwarzen Kurve sichtbar ist. Ein weiteres Ergebnis
dieser Studie ist, dass der Gesamtschall durch den Einsatz dämpfender Komponenten und Materialien reduziert werden kann. Um die Berechnungen zu verifizieren, wurden auf der Teststrecke bei Bickenbach vergleichende Messungen zusammen mit der DB durchgeführt. Bei Überfahrten von IC-Zügen wurden auf steifem Oberbau mit ZW 687A geringere Pegelwerte gemessen als auf elastischem Oberbau mit ZW 900, wodurch die Berechnungen mit der Software Twins bestätigt wurden. Insbesondere im kritischen Frequenzbereich zwischen 800 und 1000 Hertz konnte eine deutliche Schallpegelerhöhung beim Einsatz elastischer Zwischenlagen festgestellt werden. Um diesem Trend entgegenzuwirken, arbeitet Foslo an der Entwicklung einer akustisch wirksamen Zwischenlage mit Dämpfungseigenschaften. Im Foslo-Prüfstand wurden bereits verschiedene Prototypen akustisch getestet. Die Untersuchungen wurden auf einem im Schotterbett aufgelagerten Gleishorst durchgeführt. Die Schwingungsanregung erfolgte über einen Impulshammerschlag jeweils in vertikale und laterale Richtung, sowohl über den Stützpunkt als auch in Schwellenfachmitte. Gemessen wurden die Schwingungen an der Schiene, an der Schwelle sowie die Luftschallabstrahlung. Im Foslo-Prüfstand wurden folgende Varianten untersucht: die Schichtung verschiedener Materialien bzw. eine neue EPDM-Mischung, eine geänderte Geometrie sowie die Impfung des bestehenden EPDM-Materials mit dämpfenden Füllstoffen. Mit der letzten Variante konnte der Gesamtschall um im Mittel 1,5 dB im Vergleich zur konventionellen ZW 900 gesenkt werden. Insbesondere im kritischen Frequenzbereich zwischen 800 und 1250 Hertz konnte eine deutliche Verbesserung festgestellt werden. Die Teststrecke bei Bickenbach wurde bereits mit der neuen Dämpfungszwischenlage ausgerüstet. Zusätzlich zur akustischen Dauermessung im Testgleis von Bickenbach laufen zurzeit weitere Labormessungen bei externen Prüfinstituten. Auch bei neuen Initiativen der Bahnindustrie wie ILENA, Abkürzung für Initiative Lärmschutzerprobung neu und anwendungsorientiert, beteiligt sich Foslo mit weiteren technischen Lösungen zur Lärmminderung. Im Rahmen von ILENA soll eine weitere Teststrecke mit der akustisch wirksamen Zwischenlage ausgerüstet werden. Und nun zum dritten Teil meines Vortrags. Bei ihm geht es um die Anwendung systematischer Untersuchungsmethoden im Bereich Noise and Vibration. In der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Foslo Fastening System wird die Eigenfrequenz von verschiedenen Gleiskomponenten bestimmt. Die Schwingungsanregung erfolgt über einen Impulshammerschlag auf die Schiene. Anschließend wird die Übertragungsfunktion berechnet. Die Grafik zeigt beispielsweise die Übertragungsfunktion einer Spannklemme in Abhängigkeit der Frequenz. Die einzelnen Peaks zeigen die erste, zweite und dritte Eigenfrequenz der Spannklemme. Es ist wichtig, die Eigenfrequenz der Komponenten zu kennen, damit sie bei Zugüberfahrten nicht mit der Erregerfrequenz zusammenfällt, was zu einer Resonanz führen würde. Durch Änderungen an der Geometrie, Masse und Steifigkeit der Komponenten ist es möglich, den Eigenfrequenzbereich zu verschieben, um Resonanzschwingungen zu vermeiden. Und nun zur letzten Folie. Zusammen mit externen Partnern untersucht Foslo auch die Gleisabklingrate, Track Decay Rate, sowohl auf fester Fahrbahn als auch auf Schotteroberbau. Die zwei Beschleunigungssensoren werden auf einem festen Messpunkt am Schienenkopf positioniert. Die Schwingungsanregung erfolgt über einen Impulshammerschlag, jeweils in vertikale und laterale Richtung. Der erste Schlag wird direkt neben den Sensoren und der letzte in einem Abstand von 40 Metern eingeleitet. Die Beschleunigungssensoren messen die sich nach dem Hammerschlag
in Schienenlängsrichtung ausbreitenden Schwingungen. Erste Testergebnisse zeigen, dass sich die Schiene bei Befestigungssystemen mit Dämpfungseigenschaften schneller beruhigt. Durch weitere Messungen im Gleis sollen die Ergebnisse vertieft werden. Somit bin ich am Ende meines Vortrags. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.